Fortnite Kapitel 3 sieht immer wahrscheinlicher aus. Also ohne Witz jetzt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gab es ja das große Pyramiden-Update und da sind dann auch unter anderem sehr interessante Infos bezüglich Kapitel 3 rausgekommen. Denn in den Datenfiles wurde jetzt der Name bekannt gegeben für das finale Event von Season 8. Und dieses heißt, ohne Witz, The End. Das Ende. Das letzte Event, was diesen Namen getragen hat, war das finale Event von Kapitel 1. Das kann kein Zufall sein. Also gut, ein bisschen erstaunt, dass sie nicht mal einen anderen Namen gewählt haben, bin ich schon. Aber das zeigt einfach nur, ja, da passiert irgendwas Großes. Und das ist mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Ende des Kapitels. Weil die Sachen jetzt geleakt wurden, haben sich auch ein paar andere Leaker zu Wort gemeldet, die ein paar Sachen wussten, die, sagen wir mal, noch nicht preisgeben wollten. Ne? Allerdings kommt laut diesen Leakern Fortnite Kapitel 3 am 7. Dezember diesen Jahres raus. Und zwar wird es auch davor, also sprich am 5. und 6. Dezember, wieder wie am Ende von Kapitel 1 bzw. am Anfang von Kapitel 2 ein Black Hole Event geben. Also sprich, der Ablauf sollte ungefähr ähnlich sein wie auch schon vor mittlerweile über 2 Jahren. Weitere Hinweise auch noch die Map selber. Denn unter anderem CypherPK hat ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, dass man die Kapitel 3 Map schon gesehen hat. Und zwar in eines der Trailer von Kapitel 2. Es ist sehr interessant und es gab auch schon sehr, sehr viele Theorien, was das sein könnte. Unter anderem auch eine Theorie, dass es einer der Orte sein könnte, die im, ich meine, es war Kapitel 2, Season 5, also sprich der Übergang zwischen Season 4 und Season 5 Trailer, wo Jonesy, sagen wir mal, durch diesen, keine Ahnung, aus diesem Schacht gefallen ist, whatever. Und dort hat man angeblich etwas gesehen. Das ganze Kapitel 3 ist oder nicht, wisst nicht. Das Ganze ist nur eine Theorie. By the way, die Max, von denen ich auch schon vor ein paar Wochen gesprochen habe, sind jetzt auch offiziell im Spiel. Also sprich, das ist jetzt keine Theorie mehr, das ist kein Gerücht mehr. Es ist wirklich 100% bestätigt. Und passt auch einfach allgemein so ein bisschen zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, letzte Season von Kapitel 1, Season 10, eben die Max im Spiel. Jetzt eben wahrscheinlich letzte Season von Kapitel 2, die Max wieder im Spiel. Und zu guter Letzt ist auch noch der Ladebildschirm für das Finale von Season 8 geleakt worden. Und hierauf steht, das ist jetzt kein Witz, The Chapter 2 Finale, also halt, nein, der Untertext, aber das Chapter 2 Finale mit diesem Hintergrund. Also Epic Games bestätigt das Event eigentlich, so sehr sie es auch nur bestätigen können, ohne es tatsächlich offiziell zu bestätigen.